Also wir haben Herrn Buse kennengelernt und wir sind sehr angetan von dem Leader Award, weil er einfach auch unsere Lösung Collaboration Solutions und repräsentiert. Und das natürlich genau das ist, was wir selber auch vermarkten, womit wir unseren Kunden helfen, im neuen digitalen Zeitalter halt entsprechend zu agieren und zu kommunizieren. Und deshalb ist das natürlich genau auf unserer Linie. Sehr innovativ zu sein, Vordenker zu sein und natürlich auch die Medien zu nutzen, die das Social-Zeitalter natürlich entsprechend anbietet und die entsprechend einzusetzen. Auch sicherlich in großen Unternehmen, wo es vielleicht einige Hürden gibt. Wie vielfältig diese Kandidatenstruktur und die Nominierten sind, also von einzelnen Persönlichkeiten über sicherlich auch Unternehmenslenkern im Bereich Communications, ist eine so große Bandbreite dabei, dass es äußerst spannend ist, und diese Persönlichkeiten zu begleiten und entsprechend auch zu nominieren. Ganz, ganz spannende Persönlichkeiten dabei. Als Führungskraft, denke ich, wird oft übersehen, dass interne Kommunikation extrem wichtig ist. Die Teams, gerade auch die Teams, die international tätig sind, in anderen Kontinenten sitzen, andere Sprachen sprechen, die immer mit einzubinden und auf den Status quo zu bringen, das ist ganz, ganz wesentlich. Also wir benutzen natürlich alles, was unsere eigenen Produkte und Lösungen anbieten, ganz klar, vor allem für die interne Kommunikation, also auch bei unseren Kunden. Wir nutzen Twitter, wir nutzen Apps, wir sind auch auf Facebook aktiv natürlich, aber entsprechend der Richtlinien, die unser Unternehmen natürlich auch vorgibt und die den Unternehmenskriterien entsprechen. Ich finde es ganz, ganz spannend, dabei sein zu dürfen. Das ist eine große Ehre und natürlich eine große Freude, so viele tolle Unternehmen und Persönlichkeiten zu sehen, zu präsentieren, und freue mich dann auf die Verleihung im März.